Herzlich willkommen, Sie alle zu diesem Webinar der European Citizens Bank. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ich bin Marc Beckmann. Ich arbeite bei Positive Money Europe, einer NGO mit Sitz in Brüssel, die sich unter anderem für eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Europäischen Zentralbank sowie für die Befähigung der BürgerInnen, ihre Meinung gegenüber der Europäischen Zentralbank zu äußern, einsetzt. Zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission haben wir dieses Projekt, das Projekt der European Citizens Bank, auf die Beine gestellt. Und dieses Projekt besteht aus einer Online-Plattform mit Informationsmaterialien zur EZB und verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten. Bevor wir mit diesem Webinar starten, möchte ich noch kurz was zu diesen Beteiligungsmöglichkeiten sagen. Nämlich gibt es ein Highlight des Projekts, das ist eine Bürgerinnenversammlung am 25. und am 26. Juni, bei der deutschsprachige Menschen aus der EU über Vorschläge für die Zukunft der europäischen Geldpolitik diskutieren und abstimmen werden, welche wir anschließend an Vertreter in der EZB übergeben werden. Die Veranstaltung ist zweigeteilt und Sie können sich entweder nur für einen Teil, aber auch für beide Teile anmelden. Und den Anmelde-Link würde ich dafür nachher in den Chat posten. Das Webinar heute beschäftigt sich mit der demokratischen Legitimität der Geldpolitik. Und damit greift dieses Webinar gewissermaßen eine Grundannahme unseres Projekts auf, nämlich dass die Geldpolitik der EZB aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Leben der BürgerInnen einer verstärkten demokratischen Legitimation bedarf. Ob das aber wirklich der Fall ist und wenn ja, wie diese demokratische Legitimation der Geldpolitik gestärkt werden könnte, werden wir heute diskutieren. Und diesbezüglich freue ich mich auf drei fantastische Gäste. Zum einen Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, die sehr stark involviert war, unter anderem bei der Reaktion des Bundestags auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EZB im letzten Mai. Professor Dr. Isabel Feichner, Professorin für öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Würzburg, momentan arbeitend an einem Forschungsprojekt zur Demokratisierung von Geld und Kredit. Und Dr. Sebastian Diesner, Politökonom am European University Institute in Florenz und Verfasser mehrerer Forschungsartikel, unter anderem zur Rechenschaftspflicht der EZB. Und damit würde ich jetzt auch schon übergeben an Sebastian Diesner, um ein paar einleitende Worte zum Thema zu sagen, den Plan kurz für die restliche Zeit vorzustellen und danach zu moderieren. Ja, vielen Dank, Marc, für die Einleitung und danke auch an Positive Money Europe für die Organisation nicht nur dieses Webinars, sondern auch des sehr spannenden Projektes Europäische Bürgerinnenbank insgesamt. Mir kommt heute die Rolle des Moderators zu, das heißt, ich werde mich so gut es geht zumindest zurückhalten und möglichst viele Stimmen einfangen und verschiedene Teilnehmer zu Wort kommen lassen. Und somit direkt zu Beginn der Hinweis und vielleicht auch die freundliche Aufforderung, bitte sehr gerne jederzeit Fragen, auch Verständnisfragen in den Chat oder in die Frage- und Antwortbox zu schreiben. Und Marc wird diese netterweise im Blick behalten und an mich weiterleiten. Ich hoffe, das funktioniert alles reibungslos. Falls einmal nicht, entschuldige ich mich im Voraus, aber wir geben unser Bestes. Ja, heute geht es also um die demokratische Legitimität der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, unter der Leitfrage: Ist die EZB gemessen an ihrer Macht ausreichend demokratisch legitimiert? Und das wirft natürlich auch direkt allerhand Folgefragen auf. Was ist demokratische Legitimität? Was ist ausreichend? Und vielleicht direkt zu Beginn, was ist und was macht eigentlich die EZB? Die EZB ist, wie wir alle wissen, die Bank, die unsere gemeinsame Währung, den Euro, ausgibt. Und sie hat die Aufgabe, die Stabilität dieser Währung zu wahren. Und dafür hat sie eine ganze Reihe von Instrumenten zur Verfügung und darin ist sie unabhängig. Das heißt, sie darf keine Weisung erhalten, wie genau sie das zu tun hat. Aber all das tut sie nicht allein, sondern in einem Verbund, dem sogenannten Eurosystem, gemeinsam mit den
nationalen Zentralbanken wie natürlich auch der Bundesbank. Und wer in diesem System eigentlich wem auf die Finger schaut sozusagen oder schauen sollte, das ist das Thema der heutigen Diskussion, des Webinars. Und da kommen Parlamente ins Spiel, sowohl das europäische als auch die nationalen Parlamente wie der Bundestag und zunehmend auch Gerichte, genauer gesagt Verfassungsgerichte. Und somit bin ich sehr froh, dass wir heute sowohl eine Abgeordnete des Bundestags, Lisa Paus, als auch eine Rechtswissenschaftlerin, Professor Isabel Feichtner, in der Diskussion haben. Und Professor Feichtner wird zuerst ein kurzes Eingangsstatement abgeben und danach Frau Paus, woraufhin wir dann mit dem offenen Gespräch beginnen. Und somit zunächst das Wort an Professor Feichtner. Ja, vielen Dank. In meinem kurzen Eingangsstatement würde ich gerne drei Punkte machen. Erstens, dass Geldpolitik immer Verteilungswirkung hat, damit politisch ist und deswegen demokratisiert werden sollte. Zweitens, dass wir nicht nur an stärkere parlamentarische Kontrolle denken sollten, wenn wir eine Demokratisierung von Geldpolitik fordern. Und drittens, dass Demokratisierung von Geldpolitik im größeren Kontext politischer Ökonomie und der Notwendigkeit ihrer sozial-ökologischen Transformation gedacht werden sollte. Bevor ich diese Punkte ausführe, möchte ich Ihnen kurz nochmal die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts zum Zusammenhang von Geldpolitik und Demokratie in Erinnerung rufen. Für das Bundesverfassungsgericht gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Geld und Demokratie. Geld, so das Gericht, sichert in einer liberalen Demokratie individuelle Freiheit. Geld ermöglicht es dem Staat, durch Besteuerung Einnahmen zu generieren und damit öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Ist der Geldwert in Gefahr, dann ist auch Demokratie und demokratische Regierung in Gefahr. Bei der Frage nun, welche Institution den Geldwert am zuverlässigsten zu gewährleisten vermag, zögert das Gericht nicht. Nach seiner Auffassung ist es die Zentralbank, die von politischer Einflussnahme frei sein muss, die unabhängig sein muss und nicht das Parlament. Denn Parlamentarierinnen könnten kurzsichtig mit Blick auf angestrebte Wiederwahlen langfristig Geldwertstabilität aufs Spiel setzen. Nach dieser Rekonstruktion, wonach stabiles Geld unabdingbare Voraussetzung für Demokratie ist, parlamentarische Demokratie aber die Stabilität des Geldes gefährdet, sei es gerechtfertigt, die Geldpolitik einer Institution zu überantworten, die demokratischer Politik entzogen ist. Weil hierin jedoch eine Abweichung vom fundamentalen Prinzip liegt, dass alle Hoheitsausübung demokratisch legitimiert sein muss, muss diese Ausnahme, so das Gericht, klar umrissen und eng bleiben. Und deshalb hat es dann auch Probleme mit einer Geldpolitik, wie sie die EZB betreibt, die ihre Instrumente ausweitet, ihre Ziele erweitert. Das bringt mich nun zu meinem ersten Punkt. Ich möchte dem Bundesverfassungsgericht insofern widersprechen, als es anzunehmen scheint, dass eine enger definierte Geldpolitik weniger politisch sei. Weniger politisch mit der Konsequenz, dass ein Verzicht auf demokratische Geldpolitik dann auch nicht so sehr ins Gewicht fällt. Viele haben schon darauf hingewiesen, dass Geldpolitik nie unpolitisch ist. Geldpolitik war auch unter der Bundesbank nicht unpolitisch, auch wenn sie noch keine quantitative Lockerung betrieb, wie die EZB es heute tut. Auch vor der Währungsunion hatte Geldpolitik weitreichende Verteilungswirkungen, etwa durch ihre Auswirkungen auf Lohnentwicklungen, Vermögenswerte, die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Wenn Geldpolitik aber zwangsläufig weitreichende gesellschaftliche Verteilungswirkungen hat, dann kann sie auch nicht von unserem Anspruch auf eine Demokratisierung der Gesellschaft ausgenommen werden. Was heißt nun aber Demokratisierung der Geldpolitik? Und da komme ich zum zweiten Punkt. Demokratisierung kann heißen, dass die Einflussnahme der Parlamente auf die Geldpolitik gestärkt wird. Ich würde es gutheißen, wenn eine differenziertere öffentliche Debatte über Geld auch in den Parlamenten stattfände, im Dialog mit Zentralbanken.
Ich würde ebenfalls eine Spezifizierung des geldpolitischen Mandats durch die politischen Organe der EU begrüßen, etwa dahingehend, dass die Geldpolitik der EZB nicht klimaschädlichen Unternehmungen zugutekommen darf. Aber ich denke, dass wir daneben auch über eine Demokratisierung der Zentralbanken selbst nachdenken müssen. Dergestalt, dass unterschiedliche Perspektiven, plurale Ökonomik und diverse Biografien vertreten sind und in geldpolitische Entscheidungsprozesse einfließen. Drittens und zum Abschluss möchte ich noch anmahnen, den politökonomischen Kontext nicht außer Acht zu lassen. Politökonomische Forschung zeigt die Funktion der aktuellen Geldpolitik in der Stabilisierung von Finanzmarktstrukturen und Finanztransaktionen, die hoch umstritten sind, etwa weil sie zwar Profit generieren, aber vielleicht keinen gesellschaftlichen Wert haben und zudem politische Gemeinwesen destabilisieren. Überlegungen zur demokratischen Legitimation von Geldpolitik sollten daher mit Überlegungen zur Demokratisierung von Geld selbst als einer oder der zentralen Institution des Wirtschaftssystems einhergehen. Diesen Punkt etwas weiter gefasst: Reformen sollten danach befragt werden, ob sie bestehende extraktive Praktiken nur legitimieren oder als erste Schritte, vielleicht auch als Katalysatoren verstanden werden können, auf dem Weg zu einer grundlegenden sozialökonomischen Transformation. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Feichtner. Und dann übergebe ich das Wort an Frau Paus. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Jetzt ist der Spagat ziemlich groß von diesen sehr grundsätzlichen Ausführungen. Von daher versuche ich den Spagat ein bisschen kürzer zu machen, ein bisschen kleiner zu machen, um nur mal zu sagen, ich bin tatsächlich seit über 10 Jahren für die Grünen im Deutschen Bundestag, dort im Finanzausschuss. Von Hause aus bin ich Diplom-Volkswirtin und habe mich tatsächlich in meinem Studium lang und breit mit allen Facetten des Themas Geldtheorie und Geldpolitik beschäftigt. Da es ja hier eine besondere Gruppe ist, vielleicht unterkennt oder der oder die eine oder andere das noch, ist schon lange her, aber ich bin ein Gewächs aus diesem Stall von Professor Hajo Wiese an der Freien Universität und habe mich auch mit Rätsel des Geldes und so weiter beschäftigt. Natürlich ist Geld, hat es Einfluss auf Verteilung, ganz rudimentär, das halte ich auch mal mit dem Zitat von Karl Marx, ne? Geld ist ein soziales Verhältnis. Trotzdem stellt sich eben die Frage, wie man es dann institutionalisieren kann. Besagter Hajo Wiese hat damals gesagt, er hat das alles genau recherchiert, wirtschaftshistorisch, und das Geld kommt eigentlich aus dem Tempel. Und von daher gelten auch ähnliche Regeln, ne, dass man es dann doch versucht, irgendwie nicht so viel anzufassen. So, aber genau um diese Diskussion geht es ja, um das gleich vorwegzunehmen. Meine Partei, Bündnis 90 Die Grünen, rüttelt jetzt nicht an der Unabhängigkeit der Zentralbank, weil natürlich ist es Politik, die da stattfindet. Natürlich stabilisiert das auch den Kapitalismus, aber das ist ja schon auch dann sozusagen Kern des Ganzen, dass eben für eine funktionierende Wirtschaftsweise es schon auch wichtig ist, dass all die Millionen und Milliarden Menschen, die es ja gibt, sich orientieren können in diesem Rahmen. Und deswegen ist ein zentraler Punkt sicherlich im Zusammenhang mit Geldpolitik, dass es eben stabil ist. So, und das ist ja sozusagen ein Chor im Zentrum der Auseinandersetzung, wenn es eben sozusagen in welcher Form auch immer sozusagen voll demokratisiert wird, das ist immer sozusagen die Sorge, dass die Frage der Stabilität, der langfristigen Stabilität damit ins Wanken gerät und wir dann eben sozusagen in kurzfristige Instabilitäten kommen. Und da haben die Deutschen dann eine besondere Geschichte damit. So, soweit erst zum Allgemeinen, aber konkret bin ich ja eingeladen worden, um zu berichten, wie das Bundesverfassungsgerichtsurteil tatsächlich die Diskussion der Geldpolitik in Deutschland verändert hat. Und das hat es tatsächlich, dieses Urteil, was es ja gegeben hat am 5. Mai 2020 zum Staatsleiheankaufsprogramm PSPP der Europäischen Zentralbank, das hat doch breit überrascht. Darauf waren wir alle miteinander nicht vorbereitet. Und was das Bundesverfassungsgericht ja geschrieben hat, war eben damals, dass die Bundesregierung und der Bundestag ihrer Integrationsverantwortung nicht ausreichend gerecht geworden seien. Wir hätten eben die Aufgabe, auch die EZB mit zu watchen, und wir hätten seien eben verpflichtet, im Rahmen unserer Integrationsverantwortung eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen oder
das sozusagen auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken. So, also uns wurde ein Stammbuch geschrieben, wir sollten unsere Rechtsauffassung gegenüber der Europäischen Zentralbank deutlich machen oder auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände sorgen. So, das Urteil hat den Bundestag intensiv beschäftigt. Wir haben natürlich eine Anhörung dazu gehabt mit Rechtsexperten. Auch meine Fraktion intern hat eine entsprechende Anhörung gemacht. Und die Auffassung der sonstigen Juristen war zwar divers, aber einhellig. War es doch auch ein Kopfschütteln über dieses Urteil. Aber es gibt eben jetzt dieses Urteil. Und wir mussten dieses Urteil natürlich auch umsetzen. Und das haben wir dann eben auch getan. Wir haben eben darüber miteinander gesprochen und die zentrale Frage, die wir da eben hatten, war, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Also eine Verhältnismäßigkeitsprüfung steht da jedenfalls so in der Form nicht in den europäischen Verträgen. Das deutsche Recht kennt das, aber es steht so nicht in den Verträgen. Aber was in den Verträgen ja steht, ist die Unabhängigkeit der Zentralbank. Und deswegen war die Frage, wie geht das, ne, diese uns aufgetragene Aufgabe, wir sollen da die Verhältnismäßigkeit prüfen und wir dürfen aber gleichzeitig die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht beschädigen. Da hat es dann verschiedene Kanäle gegeben, wie man dann sozusagen aufeinander zukam. Und konkret war es dann aber so, dass im Bundestag wir nach dieser Anhörung dann uns verständigt haben, zum einen auf einen gemeinsamen Antrag, der ist am 2. Juli dann veröffentlicht worden. Zentrale Aussage dieses Antrags war, dass wir die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank betonen, aber auch betonen, dass sie eine Rechenschaftspflicht hat gegenüber dem Europäischen Parlament und dass wir auch die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs sehen, Unionsrecht auszulegen, eben nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern das Europäische Gerichtshof, und für eine einheitliche Anwendung zu sorgen. Und gleichzeitig haben wir da nochmal aufgezählt, unsere parlamentarischen Instrumente des Deutschen Bundestages, mit denen wir unserer Integrationsverantwortung gerecht werden können und wollen. Wir haben auch nochmal aufgeführt, was wir in den letzten Jahren alles gemacht haben, wo wir den Eindruck hatten, das hat das Bundesverfassungsgericht nicht alles wahrgenommen. Auf jeden Fall haben wir natürlich auch als Bundestag die Möglichkeit der schriftlichen und mündlichen Frage. Wir können kleine Anfragen stellen, Anträge, regelmäßige Plenardebatten, regelmäßige Gespräche mit dem Europäischen Zentralbankpräsidenten oder auch mit dem Bundesbankpräsidenten, dem Finanzausschuss, Haushaltsausschuss, Europaausschuss. Wir können Gespräche im Rahmen von Ausschussreisen tätigen. Wir können uns unterrichten lassen über geldpolitische Angelegenheiten durch das Bundesfinanzministerium in den drei Ausschüssen. Wir haben übrigens inzwischen seit der Euro-Krise auch eine extra Abteilung in der Bundestagsverwaltung zu allen Euro-Fragen. Und der verfasst auch in regelmäßigen Abständen EU-Sachstände zur aktuellen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und macht auch anlassbezogen Ausarbeitungen zu verschiedenen Teilbereichen. Dann haben sicherlich einige von Ihnen wahrgenommen, dass im Zuge unserer Tätigkeiten und dann eben auch der Frage, muss die Bundesbank jetzt sozusagen ausscheren aus der EZB, ne, legt die jetzt was da oder legt die nichts da, hat sie dann ja doch was dargelegt, die Europäische Zentralbank, nämlich am 3., 4. Juni haben sie eine Sitzung dazu gemacht und die ist am 25. Juni dann auch veröffentlicht worden. Und es gab dann ja am 24. Juni einen Beschluss der Deutschen Bundesbank und die haben dann an uns, damit das auch alles sozusagen den richtigen Weg geht, die Dokumente übermittelt an uns und die Bundesregierung, wo wir dann eben auch nachlesen konnten, welche Erwägungen des Europäischen Zentralbankrates eine Rolle gespielt haben bei diesem PSPP-Programm. So, und dann, nachdem wir das wahrgenommen haben, haben wir, wir hatten auch Einsicht in geheime Dokumente in der Geheimschutzstelle, nachdem wir das wahrgenommen haben und uns angeschaut haben und quasi eine Prüfung durchgeführt haben, ob das geeignet war und erforderlich und angemessen nach diesen drei Kriterien. Ne? Also ist das, hat das stattgefunden? Haben die tatsächlich das geprüft nach der Geeignetheit, der Erforderlichkeiten, der Angemessenheit und teilen wir diese Auffassung? Und das haben wir alles abgewogen und haben dann die Entscheidung gefällt, dass wir das verhältnismäßig finden. So. Und das hat auch die Bundesregierung geteilt. Und das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass bei dem jüngsten Urteil, es gab ja jüngst wieder ein Urteil im Mai 2021,
Das ist, und da kann man drin finden, dass das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss am 29. April gefällt hat, der am 18. Mai veröffentlicht wurde. Und da hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass Bundestag und Bundesregierung ihrer Integrationsverantwortung dieses Mal nachgekommen sind. Und weil wir das getan haben, deswegen gab es eben die Nichtzulassung dieser Klage. So, und das war jetzt nicht nur rückblickend, sondern tatsächlich haben wir das jetzt zum Anlass genommen, jetzt zukünftig unserer Integrationsverantwortung auch dauerhaft öffentlich sichtbar nachzukommen. Deswegen wurde jetzt neu in Absprache zwischen den drei mit diesem Thema befassten Ausschüssen, nämlich dem Haushaltsausschuss, dem Finanzausschuss. Der Haushaltsausschuss ist eben der, der das Budget verabschiedet. Der Finanzausschuss im Deutschen Bundestag beschäftigt sich mit allen Finanzmarkt-, geldpolitischen Fragen und steuerpolitischen Fragen. Und der EU-Ausschuss ist selbsterklärend mit allen europäischen Fragen. Also diese drei Ausschüsse, die haben sich verständigt, dass wir jetzt gemeinsam einen sogenannten geldpolitischen Dialog einführen. Und was heißt das? Das heißt, vierteljährlich unter wechselnder Federführung zwischen diesen drei Ausschüssen machen wir eine Sitzung, und jeder Ausschuss darf sich dann eben selber überlegen, zu welchen Fragen er und wen er dazu einladen möchte. Und bislang stattgefunden hat bereits ein Gespräch mit Bundesbankpräsident Weidmann zum Thema geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank und ihre Auswirkungen nach dem PSP-Anleihekaufprogramm. Das war am 16. September 2020. Dann hatten wir wieder ein Gespräch mit Herrn Weidmann zum Thema Entwicklung von Konjunktur und Preisen sowie die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und deren Auswirkungen am 22. April 2021. Da ging es vor allen Dingen um das Thema Inflationsaussichten. Das erste war vom Finanzausschuss, das zweite war vom vom Finanzausschuss, das zweite war vom Ausschuss für europäische Angelegenheiten. So, soweit zur Verarbeitung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und zum neuen geldpolitischen Dialog, der jetzt im Bundestag etabliert ist. Und alles Weitere für die Diskussion. Super, vielen herzlichen Dank für diese beiden schon sehr aufschlussreichen Eingangsstatements, die, wie ich finde, reichlich Stoff zur Diskussion liefern. Und apropos Diskussion, wir gehen jetzt in den offenen Gesprächsteil des Webinars über. Das bedeutet dreierlei. Einerseits haben Frau Paus und Professor Feichner die Möglichkeit, vielleicht auf die jeweiligen Eingangsstatements einzugehen, wenn sie wünschen. Und andererseits habe ich ein paar Fragen notiert. Aber drittens und vor allem sind jegliche Fragen aus den Reihen der Teilnehmer sehr herzlich willkommen, und ein, zwei sind schon hereingeflattert. Ich denke, man kann Fragen grob sortieren nach vielleicht Fragen zur EZB, wer kontrolliert die EZB und wie, Fragen zur Bundesbank, wer kontrolliert die Bundesbank und wie, und vielleicht Fragen zu der Rolle, zu den Gerichten, zu der Rolle der Gerichte. Aber das ist nur eine Möglichkeit, das Ganze zu ordnen, und wir können das gerne als sehr offene Konversation führen. Aber somit zuallererst vielleicht an Frau Paus und Professor Feichner nur die Frage, ob Sie auf die jeweiligen Statements reagieren wollen, da kurz darauf eingehen wollen. Ich habe ja schon am Einstieg reagiert, von daher glaube ich, Frau Feichner dran. Ja, gerne würde ich darauf eingehen. Vielleicht auch, um zu erklären, warum ich jetzt nicht in die Details des PSPP-Urteils gegangen bin, mit dem ich mich natürlich auch intensiv befasst habe, sondern meinen Kommentar so allgemein gehalten habe. Das hat den Grund, dass ich denke, wenn wir über Demokratisierung sprechen, wir natürlich über eine normative Zielvorstellung sprechen, die uns irgendwie alle bewegt. Demokratisierung ist was Gutes. Wir wollen mehr Demokratisierung. Und deshalb würde ich eben gerne die Frage aufwerfen, inwiefern uns die Debatte um die Demokratisierung der EZB weiterbringt, mit Blick auf die, glaube ich, wirklich essentiell wichtige
sozial-ökologische Transformation. Wir haben jetzt gesehen, die EZB hat unglaublich viel Macht. Die hat sie genutzt, um die Eurozone zu stabilisieren. Jetzt wird der Ruf immer lauter, sie sollte diese Macht auch nutzen, uns im Kampf gegen den Klimawandel zu helfen. Aber wir müssen eben durch Rechenschaftspflichten oder durch rechtliche Vorgaben diese Machtausübung dann irgendwie demokratisch legitimieren. Und während ich das grundsätzlich sinnvoll finde, würde ich eben gerne auch dazu auffordern oder vorschlagen, das in diesem größeren Kontext zu stellen und immer zu fragen, bringt uns das wirklich weiter oder konsolidiert das im Zweifel nicht Strukturen, die uns die notwendige Transformation am Ende erschweren? Also ich bin froh, dass Frau Paus, dass Sie Marx erwähnt haben. Für mich bedeutet eben Demokratisierung, Demokratisierung der Gesellschaft, einschließlich des Wirtschaftssystems und der Versuch, auch extraktive, ausbeuterische Strukturen zu überwinden. Und ich glaube, das ist mit unserem aktuellen Wirtschafts- und Geldsystem nicht möglich. Und da können wir die EZB so viel demokratisieren, wie wir wollen. Aber die Frage ist natürlich, ob das nicht ein erster Schritt sein kann, ein Katalysator, ob wir nicht da was ändern können, was dann weiterreichende Folgen hätte. Und die Diskussion fände ich dann wirklich spannend. Vielen Dank. Frau Paus, wollen Sie kurz darauf reagieren, bevor ich Fragen einfließen lasse? Ganz kurz. Ja, wir haben ja ne, das schon mehrfach sozusagen so das ist natürlich die Systemfrage. So, ne, die Systemfrage können wir jetzt ne, zum Thema heute machen. Wir können aber auch erst noch versuchen, sozusagen ein bisschen weiter abzuschichten. Das ist, glaube ich, das, worum es da geht. Und zur Klimafrage, das ist natürlich etwas, ne, was uns auch umtreibt. Wir sind natürlich jetzt einigermaßen froh, dass Frau Lagarde jetzt die Präsidentin der EZB ist und das selber zum Thema gemacht hat. Und dass die EZB da auch mit sozusagen führend unterwegs ist international, dass eben Klimarisiken auch als Finanzrisiken inzwischen identifiziert sind. Und dass man insgesamt ne, das jetzt integriert in die Finanzaufsicht und auch in die Geldpolitik. Ich habe mich auch gefreut, dass im Rahmen dieses geldpolitischen Dialoges hatte ich ja die Gelegenheit, Herrn Weidmann auch dazu zu befragen. Als er das erste Mal da war, da sah er nur die Aufgabe der Aufsicht bei diesem Thema ne, und hat gesagt, beim Rating und so, da müsste man schauen, aber es sei kein geldpolitisches Thema. Als er beim zweiten Mal da war, hat Herr Weidmann auch gesagt, doch, ne, es hätte durchaus auch geldpolitische Bezüge ne? Und man müsste das Thema Klima insgesamt integrieren in die Geldpolitik und auch in die Geldaufsicht. So, ne? Das sind schon mal Entwicklungsschritte und das ist gut so, dass es ist und das kann man auch und das Gute ist, die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist zwar im Rahmen der Verträge enger definiert, aber das Thema Klimaschutz ist ja auch Teil der Verträge und der Green Deal ne? Ist ja sozusagen jetzt auch vereinbarte Strategie der EU-Mitgliedsländer und deswegen natürlich auch der Euro-Länder. Und darüber kann man schon das rückbinden darauf, dass auch die EZB dem verpflichtet ist. So, wie gesagt, zum Glück ist sie das momentan. Ne? Aber natürlich könnte man sich jetzt auch theoretisch einen Fall vorstellen, wo es umgekehrt ist, ja? Wo jetzt eben also eine andere Spitze da wäre und sie wäre auch unabhängig und so würde was ganz anderes machen. Und das zeigt natürlich dann schon das Dilemma, in dem wir da stecken. Ne? Dann kann man natürlich auch klagen vom Europäischen Gerichtshof. Dann wäre spannend, was dann der Europäische Gerichtshof dann damit macht ne? Und was das dann in der Konsequenz hieße. So, das ist schon eine relevante Frage. Vielen Dank. Dann greife ich direkt mal das Stichwort Abschichten auf. Und zwar kann ich damit auch eine Frage einfließen lassen, die schon im Chat gestellt wurde. Die EZB... Ja, sie hat ein Mandat und das ist in Verträge gefasst, die nicht leicht zu ändern sind. Und man kann natürlich die Diskussion führen, inwiefern sich das lohnt, diese auch zu ändern. Aber in diesem Mandat sind Primär- und Sekundärziele definiert. Das Primärziel ist glasklar, Preisstabilität, aber die Sekundärziele, die existieren irgendwo nebenher und bedürfen vielleicht einer weiteren Interpretation, vielleicht auch einer Priorisierung. Und da gab es eine Frage im Chat, inwiefern, und das ist auch von Positive Money Europe ein Vorschlag gewesen, inwiefern die Möglichkeit besteht, diese durch das Parlament vielleicht zu definieren, auch zu priorisieren. Wenn ja, welches
Parlament, welcher Ausschuss vielleicht sollte das in Angriff nehmen und dass wir, inwiefern das also ein Weg wäre, um auch ja, die demokratische Legitimität der Geldpolitik zu stärken. Also es gibt keine harten Rechte des Parlaments. Das harte Recht des Parlaments ist es, die EZB zu befragen. Das ist das harte Recht des Parlaments. Darüber hinaus gibt es keine harten Rechte. So, ich habe ja gerade den anderen Weg versucht darzustellen, aber natürlich ist die EZB ja gebunden daran, dass es eben einen stabilen Euro gibt. Und das macht irgendwie für den Euroraum und insgesamt dann für die Europäische Union, so, und wenn die Europäische Union die sich verständigt auf den Green Deal, dann ist natürlich die EZB verpflichtet, im Rahmen ihres Mandates diese wirtschaftspolitische Strategie auch zu stabilisieren und zu unterstützen. So, und sozusagen über diese Schleife, über diese Sekundärschleife ergibt sich dann eben ein politischer Handlungsspielraum, ja, ein Diskursspielraum, der ja auch intensiv genutzt wird. So, das ist die Rückbindung, aber es gibt keine harten Rechte und es gibt, wenn das Europäische Parlament was beschließt, dann muss die EZB sich nicht daran halten. Vielleicht kurz in dem Zusammenhang, wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch Bestrebungen, die Beziehungen zwischen der EZB und dem Europäischen Parlament zu formalisieren und vielleicht auch zu intensivieren, mit einem Interinstitutional Agreement. Also es scheint mir schon so, als gäbe es zumindest etwas Interpretationsspielraum, wie viel das Parlament zumindest gehört werden kann und es dann natürlich der EZB obliegt, inwiefern sie auch hört oder nicht, aber dass es vielleicht nicht so in Stein gemeißelt ist, dass man gar nicht daran rütteln könnte oder sich zumindest verständigen könnte, welche Ziele der Sekundärziele. Da gibt es Spielraum, ne, der wird auch gerade intensiver ausgelotet. Mein Kollege im Europäischen Parlament, Sven Giegold, ist da auch entsprechend engagiert. Wenn Sie dazu noch mehr wissen wollen, dann besser direkt an ihn wenden. Oder Herr Beckmann kann jetzt vielleicht, weil er in Brüssel sitzt, da vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ergänzen. Uns Grünen ist in diesem Zusammenhang aber wichtig, dass der Ort das Europäische Parlament ist. So, weil Deutschland ist jetzt ein großes Mitgliedsland, hat eben eine besondere Geschichte sozusagen mit dem Thema Geldpolitik, Unabhängigkeit und so, dass es eine unabhängige Zentralbank gibt, das haben ja gerade wir Deutschen sozusagen da rein verhandelt in diesen europäischen Vertrag. Das war uns da wichtig, aufgrund unserer deutschen Geschichte. Deswegen meinen wir auch, dass wir die besonderen Hüter sind dieser ganzen Angelegenheit. Aber die Wahrheit ist ja, wir sind ja vertragsmäßig nur eine von 27, auch wenn nicht alle dabei sind. Aber trotzdem ist es ja so, dass das angebunden ist sozusagen insgesamt an den EU-Vertrag. Und dafür gibt es jetzt eben auch kein Prozedere, dass, wenn es eben nicht das Europäische Parlament ist, welche Form ist denn dann für die nationalen Parlamente die richtige, um da mitzusprechen. Das kennen wir auch in keinem anderen Bereich, sondern in allen. Wir kennen den Trilog zwischen dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen. Nationale Parlamente, es gibt immer Versuche, das zu einem Format zu machen. Das scheitert aber an verschiedensten diskurstechnischen Dingen. Das funktioniert nicht wirklich. So, und das Thema jetzt reinzuziehen in den vollen Trilog, das würde ich auch nicht richtig finden, ehrlich gesagt. Das ist in der Fiskalpolitik richtig angesiedelt, aber nicht in der Geldpolitik, sondern wir finden das weiterhin richtig, dass das Europäische Parlament da mehr Rechte bekommt, aber nicht die nationalen Parlamente. Vielen Dank. Das wäre auch mit einer meiner Fragen gewesen, welches Parlament überhaupt der EZB genauer auf die Finger schauen sollte. Und Frau Professor Feichner wollte ich auch mit einbinden, unter anderem auch, weil es zwei Fragen im Chat gab, welche Möglichkeiten es vielleicht auch über die Parlamente hinaus gibt einer Demokratisierung, aber gerne auch jegliche anderen Einwürfe. Ich wollte vielleicht nur zu dieser Frage noch ergänzen, dass es natürlich im vertraglich vorgegebenen Rahmen auch die Möglichkeit gibt, im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens durch Rat und Europäisches Parlament das
die Satzung der EZB zu ändern, also wie gesagt im vertraglich vorgegebenen Rahmen und so aber auch die Ausübung des Mandats zu spezifizieren, was zum Beispiel Anleiheankäufe betrifft. Und vielleicht nur zu dem Punkt, auch das Preisstabilitätsmandat ist natürlich nicht glasklar, sondern auslegungsbedürftig. Frau Paus hat schon darauf hingewiesen, dass es dann Diskursraum gibt, dass man dann operieren kann mit Artikel 3 EUV oder auch der Pflicht in allen Ausübungen der europäischen Politiken Umweltschutz in Betracht zu ziehen. Also selbst da ist noch viel Spielraum für Interpretation, bevor man noch zu den sogenannten sekundären Zielen der Geldpolitik kommt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, sich auch nochmal vor Augen zu führen, dass man natürlich auch noch stärkere rechtliche Vorgaben machen könnte durch eine Satzungsänderung und dass man das, denke ich, auch ausloten sollte, diese Möglichkeiten. Und inwiefern ist eine Satzungsänderung primär realistisch? Ist das was die Grünen entweder auf europäischer Ebene oder auch in Deutschland anstoßen würden, zumindest die Debatte darüber? Das war auch eine Frage, die im Chat gestellt wurde. Oder ist das etwas, was ja so schwierig und langwierig ist, dass es vielleicht gar nicht auf dem Tisch ist? Also wir diskutieren diese Satzungsfrage zurzeit nicht, sondern natürlich auch sozusagen vom deutschen Diskurs geprägt, aber legen wir eben den Schwerpunkt der Debatte eindeutig darauf, dass wir große Defizite in der Fiskalpolitik sehen, ne, dass Deutschland da eine schlechte Rolle hat in der Europäischen Union und sehen vor allen Dingen da Korrekturbedarf. So, und desto stärker wir jetzt diskutieren, das müsste eigentlich die EZB machen oder was müsste die EZB machen und wie ändern wir das, ne, desto stärker ist ja die Debatte, was machen wir hier in Deutschland falsch in der Fiskalpolitik, ne, und insgesamt bei der Koordinierung der Fiskalpolitik, desto mehr tritt diese Debatte in den Hintergrund und deswegen das ist auch ein quasi taktischer Grund, warum wir das anders machen. Ja, vielen Dank. Vielleicht dann auch noch ein paar Fragen zur Bundesbank und zum geldpolitischen Dialog auf deutscher Ebene. Inwiefern sind Sie vielleicht zufrieden damit, wie der Dialog bis jetzt gelaufen ist? Wenn ich richtig gerechnet habe, ist es noch nicht so ganz quartalsmäßig bis jetzt gewesen. Also zwei hatten wir innerhalb von neun oder zehn Monaten. Und vielleicht auch ganz wichtig für so eine Debatte wie heute, warum sind diese Dialoge nicht öffentlich? Ist das nicht vielleicht etwas, wo man auch noch mehr Transparenz schaffen könnte und wo sehr wichtige Fragen vielleicht besprochen werden, die von Interesse sind, auch für Bürgerinnen? Sie sind nicht öffentlich, weil die Ausschüsse des Deutschen Bundestags normalerweise auch nicht öffentlich tagen. So, das heißt nicht, dass sie geheim sind, sondern es gibt dann auch Protokolle, aber es soll eben auch eine Arbeitsatmosphäre haben. Meine Fraktion ist insgesamt dafür, dass Ausschüsse öffentlich tagen. Das ist, sehen andere Fraktionen anders. Aber das ist dem geschuldet, dass man dem jetzt nicht noch eine extra Besonderheit sozusagen geben will, dann gibt es dann die Debatte, ist das dann eine Showveranstaltung oder was ist das dann? Sondern ist es ganz normal eingepflegt in die Usancen des Deutschen Bundestages und da ist es eben so, dass die Ausschüsse nicht öffentlich tagen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass sie geheim tagen, sondern nur nicht öffentlich. Es gibt dazu dann Protokolle, es wird damit gearbeitet und das ist das Format. So, und richtig ist, wir hätten jetzt eigentlich noch eins machen müssen, das ist jetzt, glaube ich, dem Corona und dem Wahlkampfthema geschuldet. Also allein der Finanzausschuss, kann ich Ihnen sagen, der peitscht jetzt zurzeit auf den letzten Meter noch jede Woche vier Gesetze durch den Bundestag, weil die Koalition letztes Jahr so eine Hängepartie hatte. Also wir haben momentan, versuchen alles noch sozusagen in den letzten zwei Sitzungswochen zu schaffen, was da noch so zu schaffen ist. Das ist, glaube ich, da der Hintergrund. Und wir sind auch tatsächlich noch dabei zu suchen. Wir hatten jetzt, wie gesagt, zweimal Herrn Weidmann. Wahrscheinlich ist ein Termin auch gescheitert, weil es war zumindest in der Diskussion, dass wir auch noch jemanden von der EZB haben. Das war aber jetzt nicht mein Ausschuss, der da federführend für zuständig war. Deswegen habe ich das nicht genau verfolgt, woran das jetzt gescheitert ist.
Genau, aber es ist tatsächlich noch Spielraum in der Gestaltung, ne, welche Personen und so, das ist noch in der Entwicklung. Vielen Dank. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, ob sie im Chat immer wieder aufkommt. Was meinen wir mit einer Demokratisierung der Geldpolitik oder des Geldes, vielleicht auch über Parlamente hinaus? Ich denke, das ist vielleicht unter anderem an Frau Feichner gerichtet. Ja, gerne. Also ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Impuls, durch das Bundesverfassungsgericht im PSPP-Urteil zu sagen, es gibt nicht nur die Pflicht, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, sondern auch darzulegen, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt wurde. Und ich glaube, da war ja auch die Frage, was das dann eigentlich bedeuten würde. Und Frau Paus hat ja auch darauf hingewiesen, dass das so ausdrücklich nicht im EU-Recht steht und dass das Bundesverfassungsgericht dann irgendwie die deutsche Dogmatik auf das EU-Recht überträgt. Wir kennen natürlich Verhältnismäßigkeitsprüfung schon auch im EU-Recht. Wir kennen die auch im WTO-Recht. Aber wo das relativ einfach ist, ist, wenn wir eine staatliche Maßnahme haben, die zum Beispiel Individualrechte, Grundfreiheiten beeinträchtigt. Und dann können wir gucken, wie wirkt sich die auf die Grundfreiheit. Ist sie geeignet, das Allgemeinwohlziel zu erreichen? Ist sie erforderlich? Ist sie angemessen? Hier jetzt aber ist das sehr schwierig, weil ja hier die Verhältnismäßigkeit dazu dienen soll, zulässige, in der Kompetenz der EZB liegende Geldpolitik abzugrenzen von Wirtschaftspolitik, die nicht mehr in der Kompetenz der EU liegt. Und wenn man dann schaut, was das Bundesverfassungsgericht fordert, dann ist das eigentlich, so lese ich das zumindest, eine umfassende Analyse der möglichen Verteilungswirkung, der möglichen wirtschaftspolitischen Konsequenzen. Und das haben ja viele darauf hingewiesen, dass das irgendwie unmöglich ist, dass andererseits aber die EZB sich ja mit den Fragen beschäftigt und das eigentlich auch ganz gut dokumentiert. Wenn man das jetzt aber so liest, dass das auch dann bestimmte Anforderungen stellt an die Kompetenz, die in den Zentralbanken vertreten sein muss. Also welche Perspektiven da zur Geltung kommen, wenn wir schauen, wie die Zentralbanker, Bankerinnen sozialisiert sind, welche Ausbildung, welche wirtschaftswissenschaftliche die haben, dass die sehr oft aus der Finanzindustrie kommen, dann kann man natürlich in Frage stellen, ob diese Multiperspektivität und überhaupt die Fähigkeit, diese verschiedenen Konsequenzen angemessen zu berücksichtigen, vorhanden ist in der EZB. Und wenn man da auf eine Diversifizierung hinwirken würde, dann wäre für mich da schon viel gewonnen. Ob man das dann wirklich als Demokratisierung bezeichnet, ist vielleicht eine andere Frage. Ich finde, man kann das, als wenn man da einen weiteren Begriff hat, kann man das schon auch unter Demokratisierung fassen. Ein anderer Weg ist vielleicht das, was Annelise Riles vorschlägt mit einem neuen Legitimationsnarrativ für die Geldpolitik, worum es eigentlich ja gehen soll bei der ganzen Sache, ohne vielleicht so ganz grundlegend zu werden wie ich, die Systemfrage zu stellen, aber so ein Legitimationsnarrativ als Orientierung, was darüber hinausgeht über das Schreckgespenst Hyperinflation durch eine politikgetriebene Zentralbank oder so. Und dann, das würde mich dann eben wieder zu diesem radikaleren Punkt bringen. Also wir sprechen eben viel über Demokratisierung von Geldpolitik und weniger, aber zunehmend auch, und das finde ich eine gute Entwicklung, eben über das Geld selbst als nicht ein Ding, was feststeht, sondern das Produkt eines institutionellen, auch rechtlichen Designs, das wir eben auch ändern können. Und die ganze Diskussion, vor allem auch in den USA im Moment, um Digitalwährungen, Parallelwährungen, aber auch Komplementärwährungen auf regionaler Ebene, da kommt das dann zum Tragen, ob wir nicht die Spielregeln des Geldes auch ändern könnten? Wir könnten die Spielregeln demokratisch vereinbaren, das wäre eine Dimension der Demokratisierung. Wir könnten die Spielregeln aber auch so machen, dass Zugang zu Geld und insbesondere eben Zugang zu Kredit gleichmäßiger, gerechter verteilt ist und vielleicht nicht davon abhängig ist, ob ich eine Unternehmung plane, für diesen Kredit investiere, die dann auch gewinnträchtig ist und zwar gewinnträchtig nach einer Marktlogik. Darum geht es ja bei den Diskussionen Zugang zu Kredit, auch für Aktivitäten, die gemeinwohlförderlich sind, aber eben vielleicht nicht profitorientiert sind. Das stelle ich mir so vor, wenn ich
über Demokratisierung des Geldes nachdenke. Vielen Dank. Das greift nämlich auch etwas auf, das im Chat diskutiert oder angeregt wurde. Und wenn wir einen weiteren, breiteren Begriff nehmen. Ich gehe direkt weiter an Frau Paus. Ja. Genau, ich wollte nur sagen, gut, darauf wollte ich mal kurz auch reagieren. Also es ist natürlich völlig richtig, dass das ist ja ganz klar das Thema, dass die Zentralbank, ne, die Hüterin des Kapitalismus ist, einmal platt zu sagen. Und das ist jedenfalls, ne, das, was ich sozusagen jetzt meine, aus meiner wissenschaftlichen Ausbildung, meine wissenschaftliche Auffassung in dem Zusammenhang ist, weswegen, ne, ich eben das immer gerne mitdiskutiere, aber eben auch sage, da gibt es eben auch schlichtweg Grenzen. So, also, ne, ja, Gott, wie soll ich das erklären? Also, das Ganze mit dem Geld funktioniert ja darüber, dass eben das knappe Geld, ne, die Machtverhältnisse eben auch sichert. So, das ist ja so, dass eben es tatsächlich dann eine Hierarchie der Märkte gibt. So, die Neoklassik sagt, ne, das ist nebeneinander, ne, irgendwie der Gütermarkt, der Arbeitsmarkt, der Finanzmarkt, ne, die sind irgendwie, das sind alles irgendwie Märkte, die sind alle irgendwie gleichwertig. Da ist die Idee der Demokratie irgendwie drin. Ne. Das ist jetzt nicht meine Vorstellung, wie das tatsächlich funktioniert, sondern ich bin da eben eher marxistisch, keynesianisch geschult und fand das bisher auch immer sehr deutlich belegt mit der Empirie. Und danach ist es eben so, dass eben das, was Geld macht, Geld ist ja erstmal an sich nichts wert, ja, irgendwie auch Papiergeld oder wie auch immer, ne? Das, was ja da funktioniert, ist eben, dass es diese Institution gibt, die Europäische Zentralbank, ja, die eben die Macht hat, Geld rauszugeben oder eben auch nicht rauszugeben. So, und eben sozusagen die staatenlegitimierte Geschichte hat, ne, dass nur das, ne, was in diesem Geld gemacht wird, dass das dann eben auch relevant ist für Verträge und so weiter. So, das in der Tat diskutieren wir jetzt nochmal neu im Zusammenhang mit Kryptowährungen, ne, mit Tauschwährungen und so weiter. Da wird auch jeweils sozusagen das staatliche Monopol irgendwie angetriggert, ne, dass man das da sozusagen so nicht haben möchte. Und es gibt auch in der ganzen Theorie, also Geldtheorie, ne, immer wieder verschiedenste Wellen, die eben auch, ne, sozusagen sagen, lass uns das doch mit dem Geld genauso im Wettbewerb machen wie andere Dinge auch, Güter oder so, ne, das ist doch da irgendwie richtig. So. Und das kann man eben, wenn man das System verändern will, alles diskutieren, das ist richtig, aber das ist dann eben schon so, dass das System im Kern trifft. Was jetzt eben diese staatliche Institution macht, ist, sie sichert die Knappheit des Geldes, so, und die ist eben wichtig, weil wenn Geld nicht knapp wäre, dann könnte man eben mit Geld, was ja eigentlich nur Papier ist, ne, oder einfach sozusagen nur ein Recht ist, könnte man damit eben nichts kaufen. Wenn Geld irgendwie unendlich vorhanden wäre, ne, dann könnte man mit diesem unendlich vorhandenen, würde man eben kein Brötchen kaufen können, sondern Brötchen kann man nur mit Geld kaufen, ja, weil es eben knapp ist. So, und das sozusagen ist der Ursprung dessen, warum es da eine Hierarchie gibt, ja, warum es sozusagen erstmal die Institution Staat gibt, die das durchsetzt, ja, und damit eben dann auch der Kapitalmarkt sozusagen diese, ne, Macht sozusagen, das Zugriffsrecht auf Güter, Ressourcen und so weiter. Ne? Und das ist das, was sozusagen im Kern dieses staatliche Geldmonopol ausmacht. Und was dann natürlich dazu führt, dass der Kapitalismus hierarchisch ist, ne? mit dem Kapitalmarkt, mit dem dann Gütermarkt und ganz unten sozusagen kommen dann die Ausgebeuteten im Arbeitsmarkt vor. Aber das ist das, was das konstituiert. Und das kann man von verschiedenen Seiten aus angreifen, ja, aber das muss man dann auch sozusagen in der Dimension sehen, so würde ich es jedenfalls gerne diskutieren. Vielen Dank. Frau Feichner, wollen Sie kurz darauf reagieren, auch weil ich weiß, dass Sie zu Komplementärwährungen vielleicht nur ganz forschen. Kurz, also ich habe sicher nicht einem Hayek'schen Währungswettbewerb jetzt das Wort geredet und auch gar nicht der Abschaffung des staatlichen Geldmonopols, also vielleicht ganz klein gedacht, also viel kleiner. Wir könnten zum Beispiel über die italienischen Minibots als Parallelwährung diskutieren oder den Vorschlag von Diem für eine Public Payments Plattform als Parallelwährung. Und schon da ist ja das Problem, dass da zumindest der vormalige EZB-Präsident gesagt hat, entweder ist das ein Widerspruch
zu der Qualifikation des Euro als dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel oder eine Neuaufnahme von Schulden, die nicht zulässig ist nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Aber man kann das anders diskutieren. Da gibt es andere Meinungen dazu. Und das könnte man als Parallelwährung begreifen. Man tut das taktisch klugerweise wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja das Konzept einer Kreditschaffung, einer öffentlichen Kreditschaffung. Und die Komplementärwährung auf regionaler Ebene, die gibt es ja auch schon, obwohl es das staatliche Währungsmonopol gibt. Und die müsste man auch nicht als privat-libertär ausgestalten. Das sind sie auch nicht. Bitcoin vielleicht ja, aber es gibt eben auch regionale Komplementärwährungen, die eher als ein Commons-Public-Partnership zu begreifen wären und noch stärker so ausgestaltet werden könnten, wenn man öffentliche Institutionen noch stärker mit integrieren könnte. Das scheitert oft auch an rechtlichen Gründen, warum das nicht geht. Aber die Überlegung ist zum Beispiel, so nach dem historischen Vorbild von Wörgl, wenn Kommunen Kommunalwährungen akzeptieren würden in der Zahlung von Steuern oder auch im lokalen Schwimmbad, teilweise wird das auch schon gemacht, dann könnte man da einen eigenen Kreislauf schaffen und auch sehr einige Allgemeinwohlziele vielleicht ein bisschen besser verwirklichen. Da muss man nicht die Zentralbank über den Haufen werfen, aber bei unserer Diskussion Demokratisierung der Zentralbank könnten wir natürlich darüber diskutieren, ob sich die Zentralbanken nicht diesen alternativen Währungsexperimenten ein bisschen stärker öffnen sollten. Ich beobachte aber, dass sie das auch schon tun, dass es ein großes Interesse in der EZB, in der Bundesbank an diesen Initiativen gibt. Ja, vielen Dank für den Einwurf. Eine Sache, die auch noch angesprochen wurde und die wir vielleicht auch diskutieren wollen, ist die Tatsache, dass wir fast schon nicht mehr Geldpolitik und Fiskalpolitik scharf trennen können oder zumindest nicht separat diskutieren und denken können. Und gerade wenn wir dann zu der Frage kommen, ob wir Parallelwährungen oder wie auch immer einführen und in welcher Währung der Staat aber im Endeffekt seine Steuern einkassiert, ist natürlich auch sehr wichtig. Und es gab dann eine Frage, die auch daran anknüpft, inwiefern zwar einerseits es richtig und wichtig ist, dass wir die EZB diskutieren, aber andererseits natürlich auch, und Frau Haus deutete das schon an, dass oftmals vielleicht auch eine Art Ablenkung ist von wichtigen Fragen der Fiskalpolitik. Und die Frage, die also im Chat hier lautet, ist die, inwiefern also die Schaffung einer europäischen Fiskalunion sinnvoll, richtig und wichtig ist, inwiefern sich vielleicht auch nach der Bundestagswahl eine deutsche Regierung dafür stärker noch machen kann, als das momentan mit dem einmaligen Wiederaufbaufonds der Fall ist. Und vielleicht nur also als Nebenfrage, wir dafür dann aber dann doch auch tatsächlich nur den einen Euro auch brauchen als gemeinsame Währung, als einzige und nicht mehrere. Vielleicht Frau Paus zuerst zur Fiskalpolitikfrage. Ja, also wir sind gerade sozusagen in den Endberatungen für unser Wahlprogramm. Der Entwurf wurde vorgelegt vor ein paar Wochen und wir werden jetzt Ende nächsten Wochen, am nächsten Wochenende, am 11. bis 13. Juni, werden wir unseren Parteitag haben und da werden wir unser Wahlprogramm verabschieden. Und gleich nach dieser Veranstaltung werde ich als Mitglied der Antragskommission wieder mit Antragstellern verhandeln darüber, was in unserem Wahlprogramm stehen soll und auch speziell zu diesem Bereich, Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Und da können Sie sicher sein, uns ist das sehr wichtig, dass der Wiederaufbaufonds oder Next Generation Fonds, dass das keine einmalige Angelegenheit ist, sondern das muss verstetigt werden. Das werden Sie dann auch bei uns im Wahlprogramm so finden. Und wir haben auch mit großem Interesse verfolgt, dass ja die Europäische Kommission jetzt auch
parallel Initiativen startet, wie man auch die europäische Ebene selber mit eigenen Einnahmen ausstatten kann. Ne? Da geht es zum einen um das Thema Grenzausgleichsmechanismen, da geht es auch nach wie vor um das Thema Digitalkonzernsteuer, ne? Auch das Thema CO2-Steuer. Also, da gibt es also verschiedene Initiativen, die derzeit von der Europäischen Kommission vorbereitet werden. Und das ist auch alles etwas, was wir von grüner Seite her unterstützen und was wir da auch weiter brauchen. Und auch die Verschuldungsmöglichkeit der europäischen Ebene selber, wie sie jetzt ja dann gemacht wurde. Es hieß ja lange, es geht gar nicht, aber da ging es eben plötzlich doch. Ne? Da sind wir eben schon der Auffassung, das ist ein wichtiger Startpunkt, den man jetzt auch nutzen sollte, um das entsprechend weiter auszubauen, weil das brauchen wir. So, ist schon lange klar, ist auch klar, dass das eben eine schwierige Angelegenheit ist, sozusagen mit der Weiterentwicklung der Europäischen Union Richtung Fiskalunion, wegen der Heterogenität und so weiter. Und natürlich ist das sozusagen Kern der nationalen Kompetenz, ne? so ein nationaler Haushalt, sozusagen auch historisch, nichtsdestotrotz, hoffe ich oder hoffen wir, ne, auf die, dass sich die Vernunft dann auf die Dauer dann durchsetzt und wir eben da weitere, ne, kleinere und größere Schritte in eine Integration schaffen, weil das ist so, ja, jeder Ökonom weiß, ne, man kann es eben nicht scharf trennen, man kann noch weniger trennen, irgendwie die Geldpolitik und dann enden wir sozusagen mit der nationalen Wirtschaftspolitik. Und das mit der Fiskalpolitik ist sozusagen noch wichtiger, sozusagen, dass es eben gut miteinander abgestimmt ist. Alles andere produziert eben unnötigen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Konflikt. Und deswegen wäre es so wichtig, wenn wir da weitere Schritte vorankämen in der Europäischen Union. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich denke auch, teilweise ist ja diese sehr expansive Geldpolitik der EZB dadurch zu erklären, durch die Defizite der Wirtschaftsunion, zu der, denke ich, dazu gehört, dass wir keine Fiskalunion haben. Und interessant ist ja auch, dass das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil ja, da ja selber darauf hingewiesen hat, beziehungsweise aufgegriffen hat, Hinweise von anderen, dass wir hier ein Konstruktionsdefizit haben und auch darauf hingewiesen hat, sollte sich zeigen, dass das so nicht geht, dann muss man das Ganze nochmal neu überdenken. Und vielleicht, oder ich würde mich denen anschließen, die denken, dass jetzt die expansive Geldpolitik vielleicht auch wirklich nochmal einen Impuls dafür gegeben hat, die Fiskalunion jetzt erfolgversprechender in Angriff nehmen zu können. Vielen Dank. Ich notiere einen Punkt der Einigkeit und es gab viel Kopfnicken hier im Webinar. Mit Blick auf die Uhr, glaube ich, bewegen wir uns jetzt in Richtung Abschlussstatements vielleicht der beiden Panel-Teilnehmerinnen und vielleicht als eine abschließende Frage, inwiefern sind die EZB und die Bundesbank bereits Bürgerinnen, Banken oder nicht? Und vielleicht daran anknüpfend, was würden Sie sich vielleicht wünschen als einen nächsten Schritt, den man gehen könnte, um auch Geldpolitik noch greifbarer für Bürger zu machen? Inwiefern sind die geldpolitischen Dialoge da ausreichend? Wie können die noch verbessert werden? Oder welche anderen Formate sind da vielleicht denkbar? Das nur als vielleicht noch abschließende Anregung. Und dann gebe ich das Wort erst an Frau Paus und dann an Professor Reichenau. Dankeschön. So, also natürlich ist sie das noch nicht. Ich begrüße ganz ausdrücklich, ne, dieses Format und weitere Formate in diesem Bereich. Ein Aspekt fällt mir gerade noch ein, der hat bisher noch keine Rolle gespielt. Was mich besonders an diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts persönlich geärgert hat, das war, dass all die Beispiele, die Sie dort gewählt hatten in Ihrem Urteil zur Verhältnismäßigkeit, sich allein auf die Situation in Deutschland beziehen. Ne? Also, dass Sie jetzt irgendwie fanden, dass die Wirkung auf die Immobilienpreise in Deutschland, ne, dass sie schwierig sind und das andere war mit den Zinsen in Deutschland. Und das wäre für mich nochmal wichtiges Mindestbedingung für eine entsprechende Debatte, dass es eben eine europäisierte Debatte ist. Ne? Tatsächlich eine von Bürgerinnen und Bürgern auch mitgeführte, aber ne, dass wir eben viel stärker auch im Blick haben, ne, was eine europäische was die EZB-Politik, ne, für nicht nur für Deutschland, sondern eben auch gleichzeitig für Italien und so weiter bedeutet.
Weil wenn ich eben mit den Sparkassen und so darüber rede, ne, wenn die sich beschweren über die europäische Geldpolitik, ne, dann, und ich ihnen dann sage, dann unterstützt doch, dass wir eine andere deutsche Fiskalpolitik machen, dann braucht es erstmal Klicker, Klicker, Klicker. Ne, und dann irgendwann stellen sich das, oh ja, stimmt, haben wir eigentlich auch gelernt, da gibt es ja einen Zusammenhang. Ne, aber das ist trotzdem erstmal in Deutschland gar nicht so präsent. Und es wird auf der anderen Seite die EZB-Politik allein auf Deutschland bezogen. Und das macht nochmal deutlich, wie schräg der Diskurs ist. Und deswegen nochmal danke für dieses Format und machen Sie weiter. Ja, das hat mich auch fürchterlich geärgert an dem Urteil. Trotzdem denke ich, wenn man jetzt nicht nur das Bundesverfassungsgericht kritisieren möchte, dass es schon wichtig ist, dass es auf die Verteilungswirkungen hinweist. Wie es das getan hat, das finde ich auch enttäuschend. Aber es gibt ja gerade auch so ein viel diskutiertes Working Paper der Weltbank, wo die auch nochmal darauf hinweisen, auf den Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit von Zentralbanken und verschiedenen Verteilungseffekten oder Mechanismen. Die identifizieren da drei. Einmal den Mechanismus, dass Politik veranlasst wird, Finanzmärkte noch weiter zu liberalisieren, dass die Unabhängigkeit der Geldpolitik zu einer Deregulierung des Arbeitsmarktes das tendenziell führt und drittens, dass sie staatliche Kapazitäten zur Finanzierung von Sozialleistungen reduziert. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ein mögliches Gegengewicht ist natürlich eine expansivere Fiskalpolitik. Das sehe ich auch so. Aber ich denke, ja, ich sehe das eigentlich positiv mit diesen auch Monetary Dialogues. Ich glaube, wir reden jetzt wirklich sehr, sehr viel mehr über Geldpolitik und auch diese Initiativen, die ich genannt habe, Parallelwährung, Komplementärwährung bekommen mehr Aufmerksamkeit. Die muss man sicher auch kritisch diskutieren, aber ich denke, man sollte sie nicht völlig außer Acht lassen. Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Ich gebe das letzte Wort noch an Marc. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die wirklich aufschlussreiche und sehr offene Diskussion. Und es wird weitergemacht, wie Frau Paus anregte. Und wie, das sagt jetzt Marc Beckmann. Danke. Ja, super. Vielen Dank Ihnen allen. Ich fand es sehr spannend und bin jetzt froh, dass wir das wieder aufgezeichnet haben, dass wir es noch vielen weiteren Menschen zeigen können und dass viele weitere Menschen davon noch das nutzen können, was wir hier diskutiert haben. Wir werden das Webinar hochladen auf unsere Plattform und auf YouTube und werden, wie gesagt, weitermachen mit unserem Prozess in Deutschland wie auch in den anderen Ländern des Dialogs mit den BürgerInnen zusammen. Und zum Schluss nochmal ein kurzer Hinweis auf die BürgerInnenversammlung, wo wir gemeinsam mit zufällig gelosten BürgerInnen Vorschläge zur EZB diskutieren und entwickeln, abstimmen. Die findet am 25. und 26. Juni statt. Den Anmeldungslink habe ich gerade in den Chat gepostet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich dort anmelden. Es wird ein ganz einmaliges demokratisches Experiment. Und danke Ihnen nochmal allen, Herr Diesner, Frau Feichner, Frau Paus, und Ihnen allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.